Moins und hallo Leute, herzlich willkommen bei mir. Hier gibt es heute gerade ein paar Patch Notes für den August 2019. Es fällt wieder minimal aus. Ich bin gespannt, wann endlich die dicke Bombe platzt. Sie haben ja mal erzählt, von mir, sie hätten noch was Großes vor. Bis jetzt ist aber immer noch mau. Scheinbar gehen immer mehr Arbeitskräfte rüber zum MacFarlane Mercenaries. Was nachvollziehbar ist, aber auch schade, würde ich meinen. Hoffen wir mal, dass sich der ganze Aufwand lohnt. So, jetzt auf jeden Fall. Die kleinen Patch Notes. Und zwar, man kann jetzt sich wieder eine Fraktion aussuchen und bleibt permanent bei dieser Fraktion. Wenn ihr sagt, ich bin jetzt Steiner Loyalist, dann bleibt auch permanent Steiner Loyalist. Vollkommen egal, welche Fraktion ihr im Faction Play Event jetzt dann gerade irgendwie unterstützt oder sowas. Bei euch wird immer egal, was wo Stein angezeigt wird. Ihr könnt dann halt als Steiner auch Kurita unterstützen und hast du nicht gesehen. Dann die Faction Play Leaderboards, Tabellen und sowas, wurde wieder temporär reaktiviert, um in globaler Manier die grundlegenden Stats nochmal wieder anzuzeigen, sodass man einen kleinen Überblick hat für all jene, die es interessiert. Dann wurden die Trial Max geupdatet. Es gibt jetzt bei der Innosphere den Raven 3L, Griffin 1S, Thunderbolt 9SE, Zeus 6T, Firestarter 9S, Blackjack 1, Quickdraw 4G und Atlas RS. Bei den Clans sind der Cheetah Prime, Stormcrow Prime, MJ Prime, Kodiak 3, Mistlings Prime, Hunchback 2C, Orion 2CA und Highlander 2CC. Dann die Sachen, die sie tatsächlich richtig bearbeitet haben. Bugfixes und Verbesserungen. Da kommt jetzt eine ganze Latte. Und zwar die Center Torso Hitbox von Rifleman 2C wurde reduziert, um das Torso-Profil von vorne und auch von oben so ein bisschen zu reduzieren. Vor allem mit Hinblick auf die dickere Salatschüssel, die da oben drauf rumruht. Dann wurde die Center Torso Hitbox von Marauder 2 ein bisschen überarbeitet, um die Hitbox-Probleme mit dem Fach, wo die Waffen drin stecken, so ein bisschen zu reduzieren. Und wir haben jetzt einen Spieler im VoIP, also In-Game, Mute Player, diese Funktion, die es da gibt, wenn man auf den Lautsprecher da drückt. Das ist nun permanent, bis man sich wieder ausloggt. Also es ist nicht nur für das Match, sondern es ist für den kompletten Abend, den ihr da durchspielt. Es sei denn, ihr beendet halt das Spiel, loggt euch wieder ein, dann ist das Spiel dann wieder freigeschaltet, sodass ihr in den folgenden Matches auch wieder gehört werden kann. Und das, Leute, waren die krassen Patch Notes für August. Also wir sollen updated bleiben. Es kommt bald Comp-Play News bezüglich eines spielerorganisierten Turniers, also Comp-Play. Hier. Das. Also wer es nicht weiß, Solaris 7. Hey, willkommen, Competitive Play Feature. Whoop, whoop. Ach nein, Quatsch. Das ist nicht. Ups, scusi. Nein, Complay ist natürlich die Chose für die Weltmeisterschaft. Tut mir leid. Da war ich ein bisschen doof. Solaris 7 ist ja natürlich unter Solaris. Ach, ist auch ein harter Tag gewesen. Ich hatte heute erst Fortbildung, musste danach noch spät hinschieben. Mimi, wie sich das alles so gehört. Naja, wieder zurück zu MechWarrior Online. Complay, das ist die Chose, wo ihr euer Team anmelden könnt. Für die Weltmeisterschaft oder halt auch einfach so ein bisschen, um mal zu gucken, wie gut und krass ihr so vorankommt. Naja, besser fürs Zuschauen, Leute. Traum auf den Tag noch, haut rein, bis zum nächsten Mal.